Hey Freunde, ich weiß ja nicht, ob ihr das auch seht, also das direkt vor mir. Ich weiß ja nicht so recht, was das hier jetzt sein soll. Alter, was geht denn hier ab? Also, Alter. Okay, das ist auf jeden Fall sehr seltsam. Sehr seltsam. Ich werde das mal kurz ausprobieren. Tut mir leid, dass das jetzt gerade zu Anfang der Folge ist, aber das ist ja nicht mehr normal. Alter, was soll denn das? Wow, Alter. What the fuck? Leute, lass das. Wow. Alter, was ist das denn? Folge mir, Licht. Okay, das ist krank. Das ist wirklich krank. Abheben. Verdammt. Abheben. Ah, geil, super. Wow. Wir werden jetzt mal drauf zufliegen, auf diesen Asteroiden. Ist das wirklich eine Masse oder nee? Ist das nicht, oder? Wow. Das ist eine Masse. Jetzt sehe ich eigentlich gerade gar nichts mehr, also. Kleinsten Moment, also. Das ist jetzt irgendwie komisch. Moment mal, wo bin ich? Klar, da oben ist die Raumstation, aber was ist das für ein Komet? Alter, der ist ja mal big. Boah. Guck mal, da ist ein Einschlagkrater, ist ja geil. Ach krass. Okay, trotzdem, weil ich jetzt einiges kaputt gemacht habe, nö, das ist auf jeden Fall komisch gewesen. Ich wollte eigentlich noch gar nicht anfangen, aber das musste ich auf jeden Fall, musste ich auf jeden Fall mal reinbringen. Diese komische Gestaltsform da, sehr seltsam. Dann kann es jetzt auch losgehen. Jetzt. Na, danke. So, und dann darf ich gleich mal das Inventar präsentieren mit neuen Sachen. Einmal haben wir hier ein zweites Cockpit für ein großes Schiff oder eine Station. Und ich habe mich nicht verredet, das ist ein zweites, denn das hier ist ja für ein kleines, nicht wahr? Das gibt es auch für groß. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist das dritte nämlich. Dann haben wir hier... keine Ahnung, was das ist. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Antique Fickel Mars, keine Ahnung. Dann Fensterscheiben. Das ist geil. Hier will ich auch gleich mal testen. Was sollen diese Pfeile da eigentlich bedeuten? Das sieht auf jeden Fall cool aus. Da könnten wir einiges draus machen. Werden wir auch. Ich habe schon eine Idee und ich hatte ja gerade mit einem neuen Schiff angefangen. Ja, ich weiß, wir fangen dauernd neue Schiffe an. Aber... Na, jetzt dreht sich das.
Es ist diesmal extrem wichtig, das werde ich auch in dieser Aufnahme noch fertig machen, dieses Schiff. Denn wir werden dieses Schiff auch brauchen, hoffe ich, irgendwann mal. Ich habe schon einen genauen Bauplan im Kopf. Natürlich sieht es jetzt erstmal ein bisschen komisch aus. Mal achten wir auch drauf, ob alles synchron ist. So, nicht wie bei diesem Ding da hinten. Das wir auch bald fertig bauen werden. Na, komm jetzt auf. So. Okay, das ist die Grundkonstruktion. Und wir werden mit Sicherheit so. Erstmal so ein komisches 2D-Modell. Und das wird auf jeden Fall auch ein leichtes Schiff, sieht man ja auch schon an der an der Rüstung, die ja nur leicht gepanzert ist. Ah nein, das ist natürlich falsch, was ich hier gerade mache. Machen wir hier alles voll mit diese Weiße. Okay, dann haben wir jetzt eine Seite. Machen wir das gerade so. So, es gab ja Updates, habe ich ja schon gezeigt, diese Fenster. Und dieses Schiff wird wahrscheinlich nicht ohne Fenster überleben können. Da ich einiges damit vorhabe. So. Setzen wir in die Mitte. So, das sieht doch schon mal viel besser aus.
Da. Ah, jetzt haben wir hier noch so ein Teil. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Verdammt. Nun gut. Dann machen wir das eben so, wie ihr das wollt. Also nicht ihre, sondern ihre Entwickler. Das müsste so gehen. So, das wird auch alles viel spannender, denke ich mal, wenn der Freund von mir, Florian, also Freund, ihr wisst schon, also normaler Freund, dann mitspielt, weil dann wenigstens ein bisschen Gesprächsklima aufkommt. Momentan ist das ja eher Ebbe hier. So. Dann setzen wir doch jetzt gerade mal die Fensterscheibe ein. Was ist denn das? Kann die nicht mal... Entschuldigung. Aha, kann die nicht mal jemand sauber machen? Nein, was ist denn das? So, das machen wir erstmal so. Dann der Boden, das hätte ich eigentlich gleich machen können, fällt mir auf. Das fällt dir aber früher auf. Ja, ich weiß, danke. Ich würde empfehlen, mir hier schon mal einen Schwerkraftgenerator hinzusetzen, damit ich mal normal laufen kann. Setze ich den denn am besten hin? So, dann machen wir einmal das hier und setzen so einen Generator hier hin. So. Na also, das läuft doch. Dann könnten wir die ganze Decke jetzt aus Glas machen. Das klappt erstaunlich gut. Könnten wir denn auch dann... Moment. Nee, das geht leider nicht. Das auch nicht. Den Boden könnten wir tatsächlich daraus machen. So, dann einmal danke.